Hallo, ich begrüße dich und freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute mit dem Tagesbotschaft für den 7. Mai. So, ich habe mich bereits in eine kurze Meditation begeben und habe die Botschaften erhalten durch den Garten und ich möchte dich auch gerne bitten, dass du auch erstmal in der Stille gehst, erstmal dich spürst und in der Energie meine Klangschale eintauchst. Ich hoffe, du konntest wunderbar entspannen und konntest deine Gedanken zentrieren. So, ich habe heute die Tagesbotschaften mit den Karten aus dem Venus-Orakel gelegt, mit den Karten Drachen, Kraft, Energien. Also ich versuche das täglich dieselbe Kartendecks zu wählen und die heilende Engelssymbole, damit das so auch ein wenig, damit da auch ein Wiedererkennungswert auch hier bleibt. Und natürlich auch die Botschaften, finde ich die Karten toll. Die geben genaue Botschaften und also das fühlt sich für mich sehr, sehr stimmig an. So, dann beginne ich mit der ersten Karte, mit der Venuskarte, die erste Botschaft. Und da kommt die Karte, die Entstehung. Erkenne in Liebe die Mutter Erde, erbaue das Neue im Einklang mit ihr, ergründe das Geheimnis der Schöpfung. Und dazu lese ich dir sehr gerne die Bedeutung vor. Die Mutter Erde sendet an dein Bewusstsein und an deine Seele Impulse im verstärkten Maße. Sie will dich im Einklang bringen, mit ihrem Wesen im Einklang mit dem Pulsschlag ihres Herzens. Die Urmutter spricht dich an und führt dich in ihr Mysterium ein. Sie gibt dir einen Schlüssel in die Hand, mit dem du etwas Neues erschaffen kannst, das unendlich gesegnet ist. Doch bleibe stets im Einklang mit ihr und ergründe durch das konkrete Tun, worin das Geheimnis der Schöpfung tatsächlich liegt. Es geht heute darum, dass du heute etwas Neues erschaffst. Und dass du aber mit dir und mit der Mutter Erde im Einklang bist. Also das heißt, dass es für dich auch sich stimmig anfühlt und natürlich auch mit der Mutter Erde im Einklang. Also das heißt, mit deinem Urgrund, mit deinen Wurzeln, was auch zu dir passt. Und fühl da mal in dich hinein, was ist das, was du heute besonders erschaffen möchtest. Wir schauen nochmal, welche Engel heute dabei sind. Und da kommt der erste Engel, Engel für Liebe und Beziehungen. Ich lasse Liebe in meine Beziehungen fließen. Also in allen Beziehungen, nicht nur Liebesbeziehungen, in allen Beziehungen sollst du die Liebe fließen lassen. Und dann kommt der Engel für Konsequenz und Ordnung. Kosmos ist Ordnung, also stellt sich wieder die kosmische Ordnung in
deinen Beziehungen heute ein? Und die letzte Karte ist von Erzengel Metatron. Mit deiner Hilfe erfülle ich meinen Lebensplan. Es geht hier auch um deinen Lebensplan. Also wir haben alle unseren Lebensplan. Und heute wird dich Metatron dabei unterstützen, um dies zu erfüllen. Und so eine Frage heute besonders, bekommst du die Antwort ja. Ich sage ja zu mir, meinen einzigartigen Selbst und meinen Entscheidungen. Also ja, du bekommst erstmal ein ganz großes Ja für heute und sag du auch ja zu dir. Und auch die Entscheidungen, die du triffst, sag auch ja zu denen. Gehe in die Stille, ich begebe mich bewusst in die Stille meines Seins, um zur wohltuenden Ruhe zu kommen. So, dann kommt der Frieden. Ich erschaffe jetzt Frieden in mir selbst und lasse diese auch in die Welt hinausfließen. So, dann kommt die Intuition. Ich bin offen dafür, die intuitiven Impulse meiner Seele jederzeit wahrzunehmen. Also es geht hier darum, dass du durch diese Stille, wenn du dich zurückziehst, wenn du vielleicht in der Natur rausgehst, zur Stille findest, dann wird auch eine innere Frieden in dir aufsteigen und aus diesem inneren Frieden wirst du durch die Hilfe deines Intuitions, also ganz klare und deutliche Botschaften empfangen. Es geht hier für dich heute besonders Liebe in deinen Beziehungen zu bringen, damit sich wieder ein kosmischer Ordnung einstellt in deinem Leben. Lade auch Erzengel Metatron ein, verbinde dich immer mit ihm, damit du mit seiner Hilfe auch deinen Lebensplan erfüllen kannst. Das war die Tagesbotschaft. Ich danke dir für dein Abo. Ich danke dir für das Teilen meines Videos, für das Liken meines Videos und natürlich auch für deinen Kommentar und sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage Namaste, bis bald, deine Valeria.